Ho, 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 der Weihnachtsmann ist doof. So ungefähr, ja. Naja, ich wollte euch nur mal allen nochmal frohe Weihnachten wünschen, ja. Und eine erholsame Zeit. Fresst euch die Wampe voll und feiert schön. Abends mal weggehen, einen drauf machen. Einfach mal Gedanken lösen von Candlesticks und Indikatoren und sonstigen Sachen, die hiermit zusammenhängen. Und wie die Woche geht ja eh nichts, ist ja eh fast alles geschlossen. Oder es ist wirklich nur halbtags auf und da mache ich auch die Woche gar nichts mehr. Und ich denke mal, für alle anderen wird das auch mal gut. Mal abschalten, mal eine Woche Pause. Ja, kann man ja, was ich mal machen werde, wahrscheinlich, eventuell sogar heute Abend, wenn ich vom großen Weihnachtsessen wiederkomme, mal so ein Badewannen-Brainstorming. Ja. Einfach mal alles nochmal in Ruhe, mit einem heißen Bad durchgehen. Was lief so schief, was lief gut, was kann man verbessern, was sollte man sein lassen? Einfach mal alles nochmal so. Alle Gedanken mal frei, hab dann meistens irgendwie so ein Zettelchen da, ja, mach mir ein paar Notizen und ja, dann kann man das nachher auswerten und dementsprechend anwenden. Und ja, wie gesagt, nächste Woche ist ja zwischen den Jahren, da ist eigentlich, wenn wir uns das mal angucken, hier den Börsenfeiertagslink, den gibt es auch immer in der Beschreibung bei jedem Video. New Yorker Börse, die ich hauptsächlich trade. Jetzt ja jetzt hier am, hier heute hat es auch offen, aber nur einen verkürzten Handel. Ist nur am 1. geschlossen, also am 1. Weihnachtsfeiertag. Ist ansonsten offen, wobei der 26. dann Freitag ist. Ja, also da werde ich auch den Rechner in der Hinsicht nicht anmachen. Zwischen Jahren aber, die haben Silvester sogar nicht geschlossen, ja, wo jetzt hier Frankfurt, London geschlossen ist, beziehungsweise auch nur halbtags. Aber da brauchen wir gar nicht sich drauf fokussieren. Ich gucke mir dann mal wieder mal mittags meine US-Aktien an, Nasdaq, Dow Jones, was die so machen, wenn sich was ergibt. Ich Zeit habe, warum nicht? Da nochmal einen Einstieg machen. Also wie gesagt, New York hat eigentlich nur am 1.1. geschlossen. Ja. Ansonsten ist die ganze Woche offen. Und ja, wohingegen Frankfurt und London, also die europäischen Großbörsen, doch da mehr zu haben und auch relativ wenig geht, wenn man sich das mal anguckt. Und ja, wie gesagt, also die Woche lasst es sein, lasst den Rechner aus. Kein MetaTrader, keine irgendwelchen Börsenseiten, einfach mal Schnauze voll, weg damit. Feiern, Familie, essen, trinken, reden. Und nächste Woche kann man mal gucken, was läuft. Ansonsten, 5.1. geht's wieder mit Vollgas los. Ja. Gut, das war's schon. Kleines Video, 3 Minuten. Haut rein, feiert schön, lasst euch beschenken und tschüss.